Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, ehemals Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 11-692, Abschied von der Arbeitsgesellschaft. Im Informationszeitalter brauchen wir eine Volksabstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich weise darauf hin, dass der Antrag der Fraktion der Piraten gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Hauptausschuss überwiesen wurde, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Da uns die Beschlussempfehlung und der Bericht des Hauptausschusses nun vorliegen, und zwar mit der Drucksachennummer 13044, kommen wir heute zur Aussprache. Und als erste Rednerin hat für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Waden jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem die Diskussion um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in den letzten Jahren etwas weniger im Blick der Öffentlichkeit gestanden hat, ist sie spätestens mit der Volksabstimmung in der Schweiz in diesem Sommer wieder mehr im Blick der Medien. In der Schweiz haben sich im Übrigen 77% der am Volksentscheid Beteiligten gegen die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ausgesprochen. Mit Ihrem Antrag, sehr geehrte Piratenfraktion, fordern Sie, der Landtag möge beschließen, die Landesregierung aufzufordern, eine Bundesratsinitiative zu starten mit dem Ziel, dass auf Bundesebene eine Volksabstimmung über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens stattfinden kann. Ich finde, allein diese Formulierung hat es schon ein bisschen in sich, und sie wirft auch die Frage auf, ob wir hier inhaltlich die Beratung die richtige Stelle sind in Nordrhein-Westfalen, um dieses Thema zu beraten. Es geht nämlich nicht nur um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, sondern Sie beabsichtigen auch eine Grundgesetzänderung, nämlich das Grundgesetz soll ergänzt werden um das Element einer Volksabstimmung, was im Grundgesetz nicht vorgesehen ist. Wir haben Ihren Antrag, so wie Sie es vorgesehen hatten, in den letzten Monaten im Hauptausschuss und mitberatend auch im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales beraten. Und die Frau Präsidentin hat es gerade auch schon ausgeführt, die Fachausschüsse haben ihren Antrag abgelehnt. Wir haben auch eine Beratung im Hauptausschuss gehabt mit einer Sachverständigenanhörung. Und diese Sachverständigenanhörung haben wir als SPD-Fraktion ausgewertet. Und wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen, und ich werde das auch begründen. Ihr Antrag zeigt uns, dass Ihre Fraktion, auch die SPD-Fraktion, unterschiedliche Vorstellungen von gesellschaftspolitischer und persönlicher Verantwortung haben. Für uns steht zunächst die Eigenverantwortlichkeit und deren Stärkung durch gesetzliche Rahmenbedingungen im Vordergrund des staatlichen Handelns. Wir stehen zum Prinzip der Nachrangigkeit, wonach jeder die Möglichkeit hat, seinen Lebensunterhalt zunächst aus eigenen Kräften erwirtschaften zu können. Ist dies durch ungleiche Bedingungen nicht in einer auskömmlichen Form möglich, dann treten staatliche Leistungen ein. So ist es in der Sozialgesetzgebung als Ausfluss unseres Grundgesetzes und unseres Sozialstaatsprinzips verankert. Denn Arbeit dient dabei nicht nur der Sicherung des Lebensunterhaltes, sondern Arbeit stiftet auch Identität. Sie gibt Sinn im Leben und hilft, einen Platz in der Gemeinschaft zu festigen. Unser Ziel ist es deshalb vorrangig, die Rahmenbedingungen für gute Arbeit zu stärken. Wir möchten deshalb zum Beispiel auch einen sozialen Arbeitsmarkt realisieren, um allen Arbeitsfähigen die Möglichkeit zu geben, den eigenen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften sicherzustellen. Und mit Blick auf die von Ihnen ja auch im Antrag erwähnten Herausforderungen der Digitalisierung möchte ich beispielsweise auf das Projekt der Landesregierung Arbeit 2020, Digitalisierung der Arbeitswelt verweisen, ein Pilotprojekt gemeinsam mit den Gewerkschaften, mit IG Metall, DGB und vielen anderen, in dem sich die Betriebsräte aus ausgewählten Unternehmen mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsplätze befassen. Aus unserer Sicht, und das entspricht auch dem Ergebnis der Anhörung, ignoriert ein bedingungsloses Grundeinkommen den tatsächlichen persönlichen Bedarf. Es stört nach meiner Meinung das Solidaritätsprinzip und verhindert auch eine Bedarfsgerechtigkeit des Staates, denn das Bedarfsdeckungsprinzip ist ebenfalls in der Sozialgesetzgebung verankert. Fraglich sind auch Finanzierungsmodelle. Es gibt Modelle, klar, auch in anderen Ländern, aber die Frage, inwieweit sich diese Modelle auch in der Realität bewahrheiten lassen, ist nicht beantwortet. Und die Frage wäre eben auch, wie sich eine Regelung auf den Arbeitsmarkt und auch auf die Arbeitsbereitschaft der einzelnen Menschen auswirken würde.
Das sind aus unserer Sicht schon einige wesentliche Gründe gegen die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Eingehen möchte ich aber auch noch auf den Gedanken der von Ihnen beabsichtigten Volksabstimmung. Unser Grundgesetz sieht ganz bewusst das Element einer Volksabstimmung nicht vor, und wir haben da wirklich schlimme Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, weswegen wir ein solches Element hier im Grundgesetz nicht verankert haben. Wir stehen zu unserer parlamentarischen Demokratie und zu diesem bewährten Demokratiemodell, und wir werden aus diesen Gründen der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht zustimmen, denn das würde Probleme des Sozialstaates nicht lösen, sondern eher verstärken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Waden. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Tönnissen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Kollegen der Piratenfraktion, wir haben Ihren Antrag bereits im Ausschuss diskutiert und auch Experten angehört. Das hat Frau Waden gerade schon gesagt. Ihr Antrag müsste zuständigkeitshalber an den Bundestag adressiert sein, weil wir eben hier überhaupt keine Entscheidung treffen können. Aber trotzdem kann man ja hierzu eine Meinung haben. Zuallererst haben wir als CDU-Fraktion die Meinung, dass Sie, liebe Piraten, hier verschiedene Themenkomplexe miteinander vermischen und auch den Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens nicht wirklich sauber definieren. Also man kann nicht genau herauslesen aus Ihrem Antrag, was meinen Sie, welche Sozialleistung ist tatsächlich gemeint. Für ein BGE oder wie auch immer man diese Leistung eben nennt, mag es inhaltlich gute Gründe geben, die resultieren aber eben nicht aus Ihrer Argumentation. Sie reden über die digitale Revolution und über eine steigende Automatisierung, und Sie ziehen daraus den Schluss, dass hierdurch der arbeitende Mensch schlichtweg überflüssig wird. Das mag auch in einigen Arbeitsfeldern korrekt sein, aber angesichts des demografischen Wandels und auch angesichts des Fachkräftemangels aller Orten muss man doch hier etwas genauer hinschauen und auch differenzierter schlussfolgern. Sie skizzieren in Ihrem Antrag eine Arbeitswelt, die es so nicht gibt und die es hoffentlich so auch nie geben wird. Sie wollen durch die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens den Arbeitsbegriff verändern, so steht es in Ihrem Antrag. Und Sie glauben, dass dies zu mehr sozialer Gerechtigkeit führt. Sie prognostizieren, ich zitiere, den Abschied von der Arbeitsgesellschaft, fordern aber lauthals Teilhabe. Das ist gut gemeint, aber nicht gut umgesetzt und viel zu kurz gesprungen, denn Sie übersehen dabei, dass Arbeit und Beschäftigung nachweislich zu Selbstvertrauen und auch zu dem Gefühl, gebraucht zu werden, führt. Und das ist doch genau die Teilhabe, die Sie in Ihrem Antrag fordern. Erfolgserlebnisse, Motivation, das führt zu Zufriedenheit. Der Mensch möchte gebraucht werden. Ob ich mit Flüchtlingen rede, ob ich mit Langzeitarbeitslosen rede oder ob ich mit beeinträchtigten Menschen rede, Sie alle möchten das Gefühl haben, gebraucht zu werden, und Sie alle möchten nicht nur ehrenamtlich arbeiten, sondern auch Geld für Ihre Leistung erhalten. Frau Kollegin Tönnissen, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Frau Kollegin Pieper von den Piraten würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Was ich nicht verstehe, ist, warum Sie nicht differenzieren zwischen Arbeit und Erwerbstätigkeit. Können Sie das noch mal klarer stellen? Was meinen Sie mit Arbeit? Wir sprechen ja von Erwerbstätigkeit. Und Arbeit, die nicht Erwerbstätigkeit ist, kann ja trotzdem zu Befriedigung und zu Zufriedenheit führen. Da hätte ich gerne noch mal was zu gehört. Ja, kann ich Ihnen gerne beantworten. Ich habe mehr als 10 Jahre lang mit Menschen gearbeitet, beruflich, die psychisch beeinträchtigt sind. Diese Menschen möchten nicht ehrenamtlich arbeiten, wie Sie sagen, Arbeit ist Arbeit, sondern die möchten
für das, was sie tun, auch eine Leistung bekommen. Und das ist das, was zu Zufriedenheit führt und zu dem Gefühl, gebraucht zu werden. Ich stelle mir morgens den Wecker, weil ich weiß, es wartet eine Aufgabe auf mich und für diese Aufgabe werde ich entlohnt. Und wenn ich morgens schlafen kann, solange ich will, dann führt das nicht dazu, dass ich persönlich mehr Zufriedenheit empfinde. Genau hierauf haben übrigens auch die Experten in der Anhörung verwiesen. Die IG Metall beispielsweise äußerte sich sehr skeptisch zum BGE und verwies auf fehlende Anreize. Und wer durch ein Grundeinkommen den Anreiz nach einem Beruf reduziert, der nimmt vor allen Dingen jungen Menschen die Chance auf Selbstverwirklichung. Und Ihre Schlussfolgerung habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass es Menschen besser geht, wenn sie keine Verpflichtungen haben und keine Anreize und keine Tagesstruktur, die ist grundfalsch. Ebenso hat Professor Enste aus Köln in der Anhörung davor gewarnt, die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft nicht zu gefährden. Und so auch, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin Reinhard Kardinal Marx, es entspricht nicht unseren tradierten und gelebten Vorstellungen von Gerechtigkeit, dass jemand von einem bedingungslosen Grundeinkommen lebt, das durch die Arbeit anderer finanziert wird, obwohl er selbst in der Lage wäre, zu arbeiten. Und genau dies, liebe Kollegen der Piratenfraktion, ist das Kernproblem Ihres Antrags. Sie fordern dort, dass jedem ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Leistungserbringung ein Grundeinkommen gewährt wird. Aber ich frage Sie, wer erwirtschaftet denn die notwendigen Steuern für genau dieses Projekt? Wo sind noch Anreize, überhaupt Arbeit aufzunehmen? Und abhängig davon ist es aus praktischen Erwägungen offensichtlich, dass ein Grundeinkommen nach dem Gießkannenprinzip sowieso unmöglich wäre. Denn man müsste nach regionalen Unterhaltskosten und auch nach der Familiensituation unterscheiden. Es müsste berücksichtigt werden, ob es Krankheiten, Behinderungen oder andere sonstige Gründe gibt, die die individuellen Lebenshaltungskosten erhöhen würden. Und das alles führt zu genau jener Bürokratie, die Sie in Ihrem Antrag als Schikane mit System bezeichnen. Ungerechtigkeit, Unausgegorenheit und ein irrer bürokratischer Aufwand rechtfertigen, selbst bei Sympathie für den Inhalt, die Zustimmung zu Ihrem Antrag nicht. Die beste Antwort auf die Frage BGE, ja oder nein, ist einfach die beste und bedingungslose Bildung für jedes Kind und jeden Jugendlichen. Wir lehnen daher, wie die Kollegen, auch Ihren Antrag ab und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Tönnissen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Engstfeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Antrag der Piraten in seiner Sitzung am 6. September 2016 mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion abgelehnt. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk hat den Antrag der Piratenfraktion in seiner Sitzung am 7. September 2016 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion abgelehnt. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat den Antrag in seiner Sitzung am 28. September 2016 mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der Piraten abgelehnt. Und der Hauptausschuss in seiner abschließenden Sitzung am 29. September 2016 hat den Antrag der Piraten mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion abgelehnt. Begründung findet sich in der Beschlussempfehlung. Sie lautet: Schließlich ist das Thema, es gibt keine Zuständigkeit für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, sondern es handelt sich um eine bundespolitische Angelegenheit. Genau dafür muss man Grundgesetze ändern. Das tun wir nicht hier in Düsseldorf, in diesem Parlament, sondern das macht der Deutsche Bundestag in Berlin. Es ist ein Thema für das Berliner Parkett, nicht für das Düsseldorfer Parkett. Und deswegen werden wir gleich genauso abstimmen, wie wir das in den Ausschüssen getan haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld. Für die FDP spricht Frau Kollegin Freimuth.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aufgrund der Kürze der Zeit, die ich auch nicht überstrapazieren will, will ich jetzt weder auf die Gesetzgebungskompetenz eingehen und auch nicht auf die Forderung nach einer Volksabstimmung. Da haben auch meine Vorrednerinnen und Vorredner auch schon einiges dazu gesagt. Ja, das Informationszeitalter stellt unsere Gesellschaft in allen Bereichen vor große Herausforderungen und wird unsere Arbeitswelt wahrscheinlich grundlegend verändern. Die wahrlich nicht neue Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist jedoch keine gute und auch noch nicht einmal eine sachgerechte Antwort. Der Antrag lässt Fragen der Finanzierung gänzlich außen vor. Der in Rede stehende Betrag von, wenn man das mal übersetzt, die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens müsse ja deutlich über der Armutsgefährdungsgrenze liegen. Das sind in Deutschland im Jahr 2016 immerhin 11.530 Euro pro Jahr. Das heißt, wir sprechen hier von 1.000 Euro im Monat, wenn man den Antrag der Piraten entsprechend übersetzt, liegt dann eben deutlich für einen Alleinstehenden zum Beispiel über den Sätzen der bestehenden Grundsicherung inklusive auch den Kosten der Unterkunft. Eine Gegenfinanzierung ist sicher nicht durch die Abschaffung aller anderen Transferleistungen zu realisieren. Auch wenn ich zugebe, ich habe sicherlich einige Sympathie auch dafür, die eine oder andere Bündelung der unterschiedlichen Transfers und eine Harmonisierung der unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen durchaus noch mal auch miteinander zu diskutieren. Ein Wegfall aller anderen Transfers wäre aber auch in der Sache nicht angemessen. Zum Beispiel kann der Wegfall spezifischer Hilfen für Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftige aus meiner Sicht nicht sinnvoll sein. Ja, es geht bei dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen auch um die allzu menschliche Frage, wer mit seiner Anstrengung zur gesellschaftlichen Wertschöpfung beiträgt, wenn auch ohne Anstrengung ein auskömmlicher Lebensunterhalt erreicht werden kann. Der Antrag war Gegenstand wirklich einer ausgesprochen guten Anhörung, die auch deutlich aufgezeigt hat, dass eine Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht in Betracht kommt. Die IG Metall ist ja vergleichsweise unverdächtig, eine Vorfeldorganisation der FDP zu sein, auch wenn ich als gelernte Werkzeugmacherin, der Kollege nickt, habe ich durchaus eine Industriegewerkschaft auch schätzen gelernt. Knut Geil, ja, ich weiß, ich zitiere den Sachverständigen Knut Giesler, eben seines Zeichens IG Metall, Bezirksleiter, der eben in der Anhörung sehr deutlich, sehr knapp, sehr zutreffend formuliert hat, das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip und würde auch die unterschiedlichen Bedarfe bzw. die Leistungs- und Finanzierungsfähigkeiten ignorieren. Zitat Ende. Zutreffend hat in der Anhörung ebenfalls Professor Engste die Argumente gegen das bedingungslose Grundeinkommen zusammengefasst und ich darf auch hier zitieren. Zum einen, weil es eine seriöse Finanzierung eigentlich nicht gibt, es sei denn, man hätte zum Teil utopisch hohe Steuersätze für alle Beteiligten und entsprechend hohe Mehrwertsteuersätze, beispielsweise bis zu 50%, das würde das Ganze sozial sehr viel schwerer erträglich machen. Zum anderen stellt sich bei der Finanzierung das große Problem, machen wir dann wieder Grenzen zu, müssen wir auch aus der EU austreten, einfach weil wir nicht für alle, die nach Deutschland kommen, dieses Grundeinkommen einführen möchten, oder erlauben wir nach 6 Monaten diesen Zugriff auf das bedingungslose Grundeinkommen? Welche Lösungsansätze gibt es dafür? Sind nur Deutsche, die schon lange in Deutschland leben, berechtigt, dieses Grundeinkommen zu beziehen? Und weiter, noch stärker wiegt für mich die Frage, was mit der Akzeptanz unseres Sozialsystems insgesamt passiert, wenn wir Ungleiches gleich behandeln. Wann sind Menschen bereit, anderen zu helfen? Dann, wenn sie die Bedürftigkeit sehen. So Professor Engste in der Sachverständigenanhörung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus liberaler Sicht ist diesen kritischen Stellungnahmen nicht viel hinzuzufügen. Die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen ist keineswegs neu, auch nicht originell, und meist diskutiert man sie im Zusammenhang mit hoher Arbeitslosigkeit und entsprechender Abkopplung von Teilhabe am Berufsleben. Vielen erscheint das bedingungslose Grundeinkommen als eine paradiesische Utopie. Das Gefährliche an Utopien ist aber, dass sie von einer Suche nach realistischen Alternativen ablenken.
Ich persönlich bin zutiefst der Auffassung, dass wir bei einer scheinbaren finanziellen Besserstellung uns mit einer einhergehenden Verstetigung von sozialer Exklusion eben dann zufrieden geben müssten. Und dazu sind wir nicht bereit. Es ist weder die Zeit, noch ist es realisierbar, ein bedingungsloses Grundeinkommen in unserem Land einzuführen. Und deswegen lehnen wir auch den Antrag der Fraktion der Piraten ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Piraten spricht jetzt Herr Kollege Marsching. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich wollte eigentlich genauso wenig zum Thema reden wie der Kollege Engsfeld, aber ich glaube, das ist einem solchen Thema auch nach den Beratungen, die wir hatten in den Ausschüssen, nicht angemessen, jetzt einfach hier zu sagen, wie der Beratungsverlauf war und Protokolle vorzulesen. Aber eins möchte ich doch noch sagen, in der Obleuterunde des Hauptausschusses zu entscheiden, wir machen nur ein Expertengespräch mit jeweils einem Experten statt einer von uns beantragten Anhörung und dann mit der Wortklauberei inklusive, wir lassen ein Gutachten schreiben, am Ende den anderen Ausschüssen, die teilweise mit Mehrheit beschlossen haben, dass sie einer solchen Anhörung beiwohnen wollen, dann diese Beteiligung zu verweigern. Also das ist schon ein Move, der hier im teuersten Theater NRWs, glaube ich, seinesgleichen sucht. Der Spiegel hat vor einigen Wochen getitelt, Sie sind entlassen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Freimuth zulassen? Aber immer doch. Nicht? Oder doch? Ja, immer noch. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe nur eine ganz kurze Nachfrage. Ihnen ist bekannt, dass eine Fraktion eine Sachverständigenanhörung beantragen kann und dass diese dann in einem Ausschuss auch durchgeführt wird. Ich will das nur in der Ordnung halber feststellen, dass wir uns im Kreis der Obleute darauf verständigt haben und dass das Einvernehmen war, nur dass da kein falscher Zungenschlag hineinkommt. Stimmen Sie dem zu? Nein, ich stimme dem leider nicht zu. Wir haben eine Expertenanhörung beantragt, dann wurde der Schlüssel auf einen Experten pro Fraktion gesetzt und dann hieß es hinterher, das sei ein Sachverständigengespräch. Das Gutachten können Sie ja dann durchaus noch mal durchlesen, was da vom gutachterlichen Dienst hier erstellt wurde, zu warum das jetzt auf einmal keine Anhörung mehr sei. Also das kann man... Es war eine Anhörung, aber andere Ausschüsse durften sich daran plötzlich nicht beteiligen, weil es dann doch ein Expertengespräch war. Also Sie drehen sich das gerade schon gerne so, wie Sie es hätten. Und wie gesagt, man kann das nachlesen, da können Sie jetzt reinschreien, wie Sie wollen. Also zur Sache. Der Spiegel hat vor einigen Wochen getitelt, Sie sind entlassen, wie uns Computer und Roboter die Arbeit wegnehmen und welche Berufe morgen noch sicher sind. Die Digitalisierung und die Roboterisierung, die bewirken einen Wechsel der Arbeitswelt und ich glaube, das bestreitet hier, ich hoffe, es bestreitet hier niemand und mit jedem Wechsel der Arbeitswelt geht immer ein sozialer Wandel einher. Und gerade jetzt in diesen Zeiten brauchen die Menschen Unterstützung und sie brauchen Vertrauen in ihre Zukunft. Und wenn das Vertrauen in die Zukunft verloren geht, dann sehen wir, was passiert und wie schnell sich Verunsicherung in politische Unsicherheit umschlägt und vielleicht sogar hier bald in politische Instabilität. Ich hoffe es nicht. Das sollte uns zu denken geben. Das bedingungslose Grundeinkommen hat dabei einen Effekt, der ist kaum zu unterschätzen, denn es sichert die wirtschaftliche Existenz von Menschen einfach absolut. Und zwar ohne oder zumindest mit weniger bürokratische Hürden als vorher und mit dem Zeichen, dass der Staat den Menschen nicht mehr misstraut. Und wenn ich mir die Agenda 2010 angucke und gerade wurde gesagt, Menschen können für ihren Lebensunterhalt arbeiten, nein, das ist falsch. Das Wort muss man austauschen, denn korrekt heißt es, die Menschen müssen für ihren Lebensunterhalt zuerst arbeiten und dann bekommen sie staatliche Hilfe. Und dieses Grundvertrauen des Staates in den Menschen zu zeigen und öffentlich zu machen, das ist ein Effekt, den das bedingungslose Grundeinkommen durchaus haben kann. Und dadurch würden Talente, dadurch würden Potenziale entwickelt und freigesetzt, die wir heute einfach noch nicht sehen können. Jetzt gibt es ein Gegenargument, das immer wieder genannt wird und weswegen auch ein Großteil derjenigen, die in der Schweiz gegen das BGE gestimmt haben, übrigens gegen ein ganz bestimmtes BGE-Modell gestimmt haben, was dieses Gegenargument, das immer wieder angebracht wird. Und die Frau Tönnissen hat es gerade gesagt, die Arbeitsnorm in Deutschland würde untergraben, weil die Leute würden sich ja, ich sag's mal platt, auf die faule Haut legen. Das Beispiel war, die einen stehen um 10 Uhr auf und die anderen können irgendwie länger schlafen.
Ich glaube, da ist der große Unterschied, und das können wir klarstellen hier in diesem Parlament, und das haben wir klargestellt in den Ausschüssen. Da ist der große Unterschied, denn wir Piraten haben einfach ein anderes Menschenbild. Wir haben ein Vertrauen in die Menschen, dass sie zur Gesellschaft beitragen wollen. Wir haben ein Vertrauen darin, dass Menschen aktiv sein wollen, weil alle Untersuchungen das zeigen. Und Wertschätzung und Anerkennung bekomme ich nicht nur in monetärer Form. Da fragen Sie mal jeden, der sich um Mitarbeiter kümmert, sondern da geht es auch um andere Dinge, um soziale Bindung und Ähnliches. Und wenn ein Mensch sich gestützt durch ein Grundeinkommen auf einmal um seine Angehörigen kümmern kann, weil er eben nicht mehr arbeiten gehen muss und die Angehörigen in ein Pflegeheim abschieben muss, wo wir zu wenig Pflegekräfte haben und wo ich einfach Angst haben muss darum, was mit meinen Angehörigen passiert. Wenn ich mich zu Hause kümmern kann, wenn ich nicht mehr die, und ich sage das aus eigener Erfahrung, die polnische Krankenschwester nach Deutschland holen muss, weil nach den Pflegesätzen etwas anderes gar nicht möglich ist, damit meine Angehörigen noch zu Hause gepflegt werden können, so lange, bis mir das Geld ausgeht, dann habe ich Anerkennung und dann habe ich Wertschätzung und dann habe ich die Beteiligung, die wir meinen, wenn wir davon reden. Wir glauben, dass Leistungsbereitschaft auch gefördert werden kann, dass Engagement auch gefördert werden kann, gerade ehrenamtlich. Und wir glauben auch, dass das BGE kommen muss und kommen wird. Und wenn Sie hier kritisieren an zu viel Bürokratie, an wer erwirtschaftet das Geld, wie werden die Steuern steigen, dann muss ich Ihnen sagen, wir haben extra und genau aus diesem Grund kein BGE-Modell in unseren Antrag geschrieben, sondern die grundsätzliche Möglichkeit für eine Volksabstimmung darüber wollen wir eröffnen. Es geht uns nicht um ein konkretes Modell, sondern es geht darum, das bedingungslose Grundeinkommen zu diskutieren, denn das ist wichtig, das ist richtig und es ist die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Herr Kollege Marsching, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Ihr Auftritt hier, vor allen Dingen auch Ihre Kleidung mit diesem Pullover, dem Stil dieses Hauses nicht entspricht. Wir haben zwischen den Fraktionen eigentlich eine Vereinbarung getroffen, dass man ein Jackett anzieht. Das ist nicht unbedingt notwendig, mit einer Krawatte hier zu erscheinen. Aber dass man hier im Hohen Hause vor dem Landtag mit einem Pullover spricht, das ist äußerst ungewöhnlich und spricht, da möchte ich mich noch einmal wiederholen, nicht dem Stil dieses Hauses. So, für die Landesregierung spricht Herr Minister Schmelzer. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die spezielle Sichtweise der Piratenfraktion auf die Funktion und Rolle von Arbeit in Wirtschaft und Gesellschaft teilt die Landesregierung ausdrücklich nicht. Der Präsident hat gerade den Kollegen Marsching angesprochen. Er hat gerade das Amt der amtierenden Präsidentin von Frau Gödecke übernommen und ist ihm an dieser Stelle entgangen, nach dem gestrigen Tage, als wir hier den Festakt zu 70 Jahre Nordrhein-Westfalen begangen haben, dass Herr Marsching sich hier in die Hauptrolle gesetzt hat, temporär bei solchen einzelnen Anträgen, so wie er sagte, ich zitiere, es ist nicht von mir, Herr Präsident, ich weise ausdrücklich darauf hin, dass dies eben halt das teuerste Theater Nordrhein-Westfalen ist. Ich meine, das zeigt ja auch schon, wie die Rolle des Parlaments hier seitens der Piratenfraktion nicht nur mit einem solchen Antrag einzusetzen ist. Die Verknüpfung von Arbeit und Einkommen, es ist ähnlich wie bei dem Tagesordnungspunkt zuvor, könnte jetzt alle vier Fraktionen bis auf die von mir aus gesehene ganz Linke zitieren. Die Verknüpfung von Arbeit und Einkommen sorgt für Leistungsanreize und stellt eben das Prinzip leistungsgerechter Entlohnung sicher. Und die Piraten verkennen die identitätsstiftende Funktion von entlohnter Arbeit. Ohne Zweifel wird die Digitalisierung erhebliche Auswirkungen natürlich auf Wirtschaft und Arbeit haben. Welche genauen Anpassungen und Weiterentwicklungen tatsächlich nötig sein werden, können nach Auffassung der Landesregierung mit dem heutigen Wissensstand noch nicht hinreichend identifiziert und konkretisiert werden. Und gerade deshalb haben eben Bund und Länder und hier ganz besonders unser Bundesland Nordrhein-Westfalen sich auf den Weg gemacht, um zu verlässlicheren Einschätzungen zu kommen und daraus die politischen Handlungserfordernisse abzuleiten. So hat das BMAS den Dialogprozess Arbeit 4.0 angestoßen, an dem sich die Länder und natürlich auch wir intensiv beteiligen. Nordrhein-Westfalen hat die Allianz Wirtschaft und Arbeit 4.0 ins Leben gerufen. Damit ist eine gemeinsame Plattform für Landesregierung, für die Sozialpartner, Wissenschaft und Wirtschaft geschaffen, um eben die Entwicklungsprozesse und Herausforderungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und Vernetzung in Nordrhein-Westfalen zu gestalten. Weitere Beispiele hat die Kollegin Waden eben in ihrer Rede ausführlich dargelegt. Die unterstellte zwangsläufige Verknüpfung
des bedingungslosen Grundeinkommens mit einer Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements sieht die Landesregierung auch nach der Anhörung sehr skeptisch. Konkrete Belege für diese Thesen existieren, soweit ich zumindest informiert bin, nach wie vor nicht. Und wir wollen die Menschen eben nicht entmündigen, sondern wir sehen die Menschen nach wie vor zunächst selbst in der Verantwortung, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften selbst zu bestreiten. Und da, das wissen Sie aus den aktuellen Diskussionen, wo so etwas bei langzeitarbeitslosen Menschen nicht möglich ist, haben gerade wir in Nordrhein-Westfalen ein gutes Modell auf den Weg gebracht. Ich spreche hier von der öffentlich geförderten Beschäftigung Nordrhein-Westfalen, das mit guten Erfolgsquoten bereits seinen Weg eingeschlagen hat. Es ist eben nicht die Rolle des Staates, diese Aufgabe, die Sie angesprochen haben, Herr Marsching, zu übernehmen. Vielmehr sollte der Staat die Menschen immer dann unterstützen, wenn ihnen dies, nämlich den Erwerb mit Lohn und damit den Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn ihnen dies selbst nicht gelingt. Und davon bin ich persönlich selbst in hohem Maße überzeugt. Wirkung und Folge der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sind nach wie vor nicht einmal annähernd abschätzbar. Auch das wurde in der Anhörung einmal mehr als deutlich. Deshalb die von den Piraten faktisch geforderte Auflösung unseres bewährten Sozialstaates ist mit mir, ist mit uns nicht zu machen. Mir hat die Debatte eins auf jeden Fall am heutigen Tage noch mal gezeigt, die wahnsinnigen Sympathien, die die Kollegin Freimuth zu EG Metall hat. Ich werde das gerne noch mal weiterleiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Hauptausschuss empfiehlt in Drucksache 13044 den Antrag Drucksache 11692 abzulehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Antrag Drucksache 11692 selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Ich muss noch mal fragen, der fraktionslose Abgeordnete Schwert, hatten Sie? Sie haben zugestimmt. Wer kann dem nicht zustimmen? Dankeschön. Wer enthält sich? Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen aller Fraktionen gegen die Stimmen der Fraktion der Piraten und des fraktionslosen Abgeordneten Schwert. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, vorher 6, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 12069, Neudruck. Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze. Ich möchte noch einen Hinweis geben auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Das ist die Drucksache 12988. Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf verständigt, ihre Reden zu Protokoll zu geben. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr empfiehlt in Drucksache 12988 den Gesetzentwurf, das ist die Drucksache 12069 Neudruck, unverändert anzunehmen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 12069 Neudruck selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer kann dem nicht zustimmen? Vielen Dank. Damit ist der ist die Beschluss... Enthaltung? Enthaltung? Eine Enthaltung? Schwer. Damit ist der... Wer mit dem Piraten Schwert. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen mit Stimmen... Ich weiß es im Moment nicht. Ich kann nicht die Abstimmung noch mal wiederholen. Also, ich muss einfach noch mal fragen, ich rufe das noch mal auf. Wir kommen somit über die Abstimmung über den Gesetzentwurf 12069 Neudruck selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen mit Stimmen von die Beschlussempfehlung angenommen mit Stimmen von CDU,
Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf mit Stimmen von SPD. Von SPD und Grünen und Piraten. Und Piraten gegen die Stimmen der CDU und der FDP-Fraktion bei Enthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Schwert. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich dieses jetzt nicht schnell auf die Reihe gekriegt habe. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.